Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zur Castle Story, der großen Plattmachaktion. Ja, wir sind ja noch groß dabei, hier die letzten Teile Platz zu machen und zu füllen. Und werden wahrscheinlich noch viel mehr Platt machen und füllen müssen, wenn ich so drüber nachdenke. Aber das kommt alles noch. Also platt machen auf jeden Fall, weil wir brauchen ja später noch Stein für Mauern. Und ja, der Steinbruch ist zum Glück schon, naja, okay, noch 3,5 Ebenen. Hier sind sie schon bald fertig, dann können sie da drüben weitermachen. Also was heißt bald? Wie viele Felder sind es denn noch? 115. Vor allem sollte ich mal jetzt einen wieder hier arbeiten schicken. Also wieder umverteilen, weil unsere Steinvorräte ja doch langsam etwas abnehmen, wie man wieder sehen kann. So, dann können wir ja schon mal den ersten Flätten Task hier planen. So, das müsste jetzt passen. Und auffüllen. Genau. Gut. Wenigstens füllen sie einigermaßen ordentlich gerade und nicht wieder mittendrin. Oh, 97 nur noch. Ich frage mich echt, wie das immer passiert. Das schon wieder. Da guckt. Na, kommst du jetzt auch noch? Nein. Gut. ja. Aber dafür hier wieder. Also kommt, dass ihr nicht durcheinander durchgehen könnt, wenn einer nichts trägt. Also, dass das nicht immer geht, komischerweise. Weil hier auf Treppen und so, da scheint das ja zu klappen. Aber hier auf der offenen Ebene. Klappt das irgendwie nicht immer. Na Leute, wer macht denn hier schon wieder Sauerei?
gucken, aber sonst bin ich bis jetzt recht zufrieden mit unserer Plattform. Du räum mal auf, Gong. Und leg. So, jetzt kannst du weitermachen, Gong. Und da fangen sie schon wieder an zu machen, was sie wollen und nicht, was ich ihnen sage. Die gründen irgendwann noch eine Gewerkschaft und gehen in den Streik, wenn ich Pech habe. Dann schicke ich sie einfach alle über die Klippe runter ins Voidmeer. Ja, ich bin grausam. Oder ich spawn einfach über die Debug-Konsole ein paar Biftrons, die sie von der Klippe schubsen. Oh, er haut von hier unten weg. Auch eine Möglichkeit. Das finde ich jetzt auch sehr interessant. Er hat also Bestiol, der jetzt gerade an Deimos festhängt, hat Zeps 5 Steine gegeben.
Wollt ihr so lang weiterlaufen, bis sie da runterfällt? Ah. Oh, und jetzt haben wir hier einen direkten Weg. Auch eine interessante Art, es zu machen. Jetzt hat er keine Ahnung, wie er gehen soll oder wie. Und ich merke gerade, wir müssen da noch eins runter. Ja, hier stimmt alles soweit. Denke und hoffe ich mal. Du räumst da oben mal auf. Oh, du kannst sogar hier jetzt hochhopsen. Das ist praktisch. Dass es jetzt mehrere Wege nach oben gibt. Und schwupps sind sie wieder da oben. Huh?
So, und hier warten wir am besten, bis alles voll ist. Da kommen sie sich wieder in die Quere. Da kommen sie sich auch wieder in die Quere. Also ganz ehrlich, wenn man solche Probleme in einem Invasion oder einem Conquest-Match hat oder Spiel, dann ist das richtig doof. Weil man steht unter Zeitdruck und dann hat man solche... Man kann es nicht anders als Bugs beschreiben, tut mir leid. Und ja, ich weiß, ich habe immer wieder sowas zu meckern über das Spiel, aber ich mag das Spiel einfach. Sonst würde ich es nicht mehr spielen. Die Bugs verderben mir jetzt nicht das Spiel an sich. Es ärgert mich halt nur ein bisschen oder verwundert mich. Eigentlich verwundert es mich eher. Da, guck, die beiden, die konnten nur super aneinander vorbeilaufen. Ich meine, wenn zwei auf Kollisionskurs sind. So, anstatt dass einer nach links und einer nach rechts läuft. Also beide nach rechts laufen, so kommen sie aneinander vorbei. Was zur Hölle ist das? So. Die fangen komisch an zu flitten, aber okay. Ah, interessant, der Flatten-Task ist nicht verschwunden. So, das heißt, hier sind wir schon mal durch. Irgendwann dann noch vielleicht hier ein Stück abtragen. Mit der Treppe nach hier. Gut. Ach, da hat mal wieder einen am Bocken übersehen. Aber der wird auch gleich abgeliefert.